Da sind wir. Chillers Art, The Bathhouse. Ring. Bin gespannt. Viele sagten, es wäre gut, viele spielen es, ne? Ich möchte mich selbst davon überzeugen. Eieiei, eieiei, der sieht aber HD alt aus. Gute Arbeit heute. Kümmere dich diesmal um die Sauna. Das ist ein Eimer im Schrank mit den Reinigungsutensilien. Nutze ihn, um die Handtücher einzusammeln. Lex! Okay, geht wieder. So, oieiei, oieiei, oieiei. Wir blicken uns aber schnell um. Betrunkene und tätowierte Kunden wird der Zutritt verweigert. Nur Kinder bis zu 6 Jahren ist das gemischte Baden erlaubt. Bitte sehen Sie davon ab, Badekleidung zu tragen. Schwimmen verboten, ebenso tauchen. Ich mag die Person, die hier schwimmen war und dann so war. Nicht schwimmen! Nein, nein, ich war nicht schwimmen, ich habe getaucht. Kuschipsiana, danke für den gegifteten Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Gab es das Spiel nicht schon mal? Jetzt ist das eine neue Version mit noch mehr Content irgendwie. Viele meinen, es lohnt sich, das neu zu spielen. Fotografieren im Badehaus verboten. Bitte nehmen Sie kein Aufnahmegerät mit. Bitte schneiden oder färben Sie Ihr Haar nicht. Eieiei. Lex. Ich dürfte ja auf so vielen Ebenen hier nicht. Darf auf so vielen Ebenen hier nicht sein. Lex, warum lädst denn so? Nicht durch. Rauswerfen von Kunden, die sich nicht an die Regeln halten. Kunden begrüßen, Geld einsammeln. Kunden zuhören und gewünschte Artikel in den Korb legen. Wassertemperatur kontrollieren. Oi, 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 oi. Kann ich die Maus-Sensitivity runterstellen? Ja, okay. Besser. Ich sollte mir echt mal angewöhnen, zuzuhören, was ich in Spielen machen muss. Ach Gott, ist das Ding nervig. Und ich habe echt nicht aufgepasst, was ich machen muss. Leute, ich komme nicht durch. Ja, was kann ich denn hier machen? Hier ist doch nichts. Aber warte, es geht auf. Ah, das geht auf. Ich dachte, das hätte ich schon versucht. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Oh. 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 Ja gut. Tja, sie wird auch nicht gestorben. Oh, seit wann? Oh, meine Badewanne. Bade ich hier gerade? Wie sitze ich hier? Hallo? Oh, ist schon eine Weile her. Stimmt. Das letzte Mal, als ich das Weiße Haus verlassen hatte. Geht's allen gut? Ich habe einen Vorhang, der immer verschwindet. Oh, ich? Ja. Ja. Ach, wirklich? Verstehe. Ich bade gerade in einer winzigen Pfütze aus Wasser. Ich sehe, das war halt so wenig Wasser.
Boah, der Ladescreen ist ja nervig. Ich werde jetzt, wenn Ladescreens kommen im Game, werde ich einfrieren, bis der Ladescreen vorbei ist. Jemand, der mich kennt, hat mich über die Einrichtung kontaktiert. Er hat mir Arbeit in seinem Badehaus angeboten. Außerdem besitzt er eine Wohnung, in der ich bleiben könnte. Soweit ich weiß, befindet sich das Badehaus irgendwo auf dem Land. Ich glaube, das Stadtleben passt nicht zu mir. Vielleicht sollte ich das Angebot annehmen. Alles klar, Linksklick. Es schüttet wie aus Eimern. Das heißt, es pisst. Leute, schnell zur Wohnung. 202 müsste es sein. Nö, ich mach, was ich will. Hier sind wieder die ganzen Supporter-Sachen. Was ist das? Haben Sie das Lachen auch gehört? Oh, hi! Hörst du auch den Affen? Lass dich von mir gar nicht stören. Nicht hier, ich muss wohl. Ich hoffe, das stört nicht, ne? Ich hoffe, das stört sie nicht, was ich hier mache. Schön hier, ein guter Ausblick. Ist Ihnen aufgefallen, dass es pisst? Gut, na, machen Sie es gut. Boah, das Auto wurde lange nicht bewegt. Ah ja. Meist gesucht. Schlanke Statur, kurzes Haar. Okay. Der Boy ist mir suspekt. Hi, na? Na? Ganz schön windiger Abend, nicht wahr? Gute Nacht, Bess. Weißt du, du erinnerst mich an den ersten Mann, mit dem ich Oralverkehr hatte. Und ich hatte bisher noch nie welchen. Denk mal drüber nach. Oder 3, 202. Hier wohne ich. Junge, what the fuck? Das ist so sei nicht abgeschlossen. Hallo? Jetzt? Aha. Alles klar. Okay. Ich sehe deine T-Shirt. Hast du einen Dick? Nee, ne? Nee, warum sollte sie dir den auch machen? Okay, sorry. Hi. Du bist Meiner-san, richtig? Willkommen. Ich gehe wieder. Hallo Kiki, na du? Danke, dass du gekommen bist. Sag ich auch immer nach dem Sex. Im Badehaus, das Badehaus befindet sich rechts gegenüber. Du bist 24 Jahre alt, richtig? Nee, 26 ist okay. Ja, ich bin auch noch 23. In 3 Tagen werde ich 24. Ich bin ehrlich. Ich bin 23 und 361 Tage. Noemi, danke für 4 Monate und hallo. Guten Abend auch an dich. Also dann hier ist der Wohnungsschlüssel. Jo, danke. Na, wo gehst du hin? Na, wo gehst du hin? Wo gehen wir hin? Was sollen wir? Wo müssen wir sein um diese Uhrzeit? Na, ich will nur sehen, wo du hingehst. Du hast bestimmt viel zu tun, ne? Du hast bestimmt ganz viel zu tun. Es ist bestimmt ganz wichtig, was du jetzt machst, ne? Ich meine, es schüttet wie aus Eimern. Du willst bestimmt nicht einfach nur irgendwo gleich random rumstehen, oder? Und ich habe wirklich daran gedacht, dass du in das Haus reingehst. Oh Mensch. Du bist alt. Ja, Kiki, uns trennen halt so viele Jahre. Das ist halt so. War ein toller Stream. Gute Nacht, Sora. Kann ich abschließen? Nein?
Alles klar. Oh, was habe ich hier? Toll. Koffer abstellen. Aha. Und fuck. 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 Ach Mann! Alter. Ja, easy. Let's try. Er sagte doch, das Zimmer sei sauber. Das sind Schleifspuren. Schleifspuren sind nicht tendenziell, das ist dreckig. Ist das Geld? Ist das Pappe? Oh, Digga. Nicht so Kobe von dir. Ich bin voll Kobe. Wenn jemand Kobe ist, dann ich. Jetzt sagen wir nicht. Wo muss ich das hinfangen? Hi, Sir. Guten Tag. Guten Tag. Na, Sir. Ich hab abgeschlossen, du. Ich achte darauf, dass hier alles sicher ist drin. Ich hätte echt dabei, ich kriege einen Jumpscare. Ja, aber. Ich mag, dass die Wände so einen Wasserschaden haben. Das gibt ihnen so einen besonderen Flair. Und jetzt? Leute, Oh. Oh, ein Guckloch. Das ist aber neu. Schläft da jemand? Bei Äpfel da liegen, schläft der? Der bewegt sich nichts, ne? Soll ich danach gehen? Ist das ein Glory Hole? Vielleicht. So, das ist alles gut bei Ihnen. Ich kann nicht nachgucken. Dann gehe ich arbeiten. Kein Grund, hier mehr Mühe rein zu investieren als notwendig. Aua. Guten Tag, liebe junge Dame. Tag 3, die Frage, ob du das Schmetterling-Pokémon deiner Atlaslauf gefunden hast. Nee, ich habe aber auch nicht nachgeguckt, muss ich gestehen. Ah, da bist du ja. Okay. Ich sollte nicht wegskippen, was er sagt. Also gut, tu einfach, was ich dir sage. Ich spiele den Kunden. Als erstes solltest du das Geld einsammeln, was der Kunde dir gibt. Gut, versuch's mal. Okay. Als nächstes solltest du den Kunden... Okay, der Kunde will dir sagen, was er alles braucht. Die gewünschten Sachen legst du dann in den Korb. Vermeide dabei Sachen, die der Kunde nicht erwähnt hat. Also dann versuchen wir es mal. Duschgel. Duschgel. Oh nein. Einfach, nicht wahr? Okay, und jetzt? Das ist zwar etwas nervig, aber ich zeige dir... Nein, ich habe nicht gelesen! Aber ich zeige dir, was es... Oh Mann, es klickt so schnell. Was ist das? Ach, das ist die... Ich bin in die Tür gelaufen. Das Wasser ist lauwarm. Lass uns die Temperatur im Heizungsraum erhöhen. Erster.
Okay. Also einfach. Aber das macht's kälter. Das macht's doch kälter hier, oder? Ich mach's doch gerade kälter. Wenn hier besenkst, verringert das die Temperatur. Bis du die Temperatur stattdessen erhöhen, musst du Feuer aus dem Ofen geben. Ich verriege mich nach den Gästen, sollst immer dafür sorgen, dass sie an. Okay. Guck mich nicht so an. Was ist das hier? Bin ich jetzt ins falsche. Ich bin auf der falschen Seite. Ach man, ich bin auf der falschen Seite. Ich will sie keine Menschen kochen. Doch! Jetzt im Damenklo. Opa? Ah. Wo du Feierabend noch musst du noch sauber machen. Ich zeig dir erstmal, was heute gemacht werden muss. Heute müssen die Becken sauber gemacht werden. In der Herrenumkleide ist ein Schrank mit Reinigungsutensilien. Du findest dort einen Abflusshaken und einen Schrubber. Hol sie dir bitte. Nutze den Abflusshaken, um das Wasser abzulassen und putze das Becken dann mit dem Schrubber. Kümmere dich erstmal um das Becken direkt vor mir. Oh boy, ich darf sauber machen. Oh, dieses Becken musst du heute nicht nochmal sauber machen. Vor den Saubermacharbeiten schaue ich nochmal vorbei. Für den Rest bist du auf dich allein gestellt. Oh, eine wichtige Sache, muss ich dir noch sagen. Das ist sicher klar, bei diesem Badehaus gibt es Regeln. Schicke alle Kunden weg, die sich nicht an die Regeln halten. Schmeiß sie raus, selbst wenn sie gerade am Baden sind. Wenn sie schon fertig sind, bringt es nichts mehr. Die Regeln findest du an der Wand hinter der Theke. Schau sie dir unbedingt an. Du scheinst ja ein helles Köpfchen zu sein. Ich bin mir sicher, du bekommst das hin. Dieser Ort macht mich krank. Oh, schon gut. Ich habe noch zu tun. Dann überlasse ich den Rest jetzt dir. Ist das ein Horrorgame? Ja, das ist ein Horrorgame. Muss ich jetzt sauber machen? Nee? Ganz ruhig. Ja. Einen Moment. Hallo, mein Herr. Betrunkene oder Tätowierte nicht. Nur Kinder bis 6 Jahren. Bade keine Badekleidung. Schwimmen verboten. Rennen verboten. Schlafen verboten. Einen Moment! Shampoo, Duschgel, Handtuch, Rasierer. Ach, alles! Ein Handtuch darf sein. Ein Rasierer. Aber sie haben gar kein Bad. Ja, ihr Gesicht ist blitz. Muss das hier sein, Sir? Shampoo. Ich bin Futa. Schön, ich kennst du das. Findest du auch, dass dieser Ort seltsam ist? Das macht einen ganz nervös, nicht wahr? Willkommen in der Familie. Keine gefärbten Haare, bitte. Lücke. Also. Das Spiel sieht aus wie der Bruder von dem Typen aus dem Spiel. Der sieht aus wie der Bruder von dem Spiel Friday the 13th. Ich glaube, den kenne ich nicht. Und Hallo Butcher, ne? Horrorgame. Yes, yes. Den darf ich doch nicht reinlassen. Handtuch. Selber Handtuch. Oma. Bist du neu hier? Er sagt doch was. Wie lästig. Ich wusste, dass Frauen zu nichts zu gebrauchen sind. Ihr solltet lieber einen Mann einstellen. Ich will nur gucken, ob sie rasiert sind.
tätowiert sind. Haben Sie auch den Affen gerade gehört? Haben Sie den Affen gehört? Da war ein Affe. Nicht schwimmen. Ihr habt den Affen auch gehört, oder? Was ist jetzt so? Ja, nee, rasiert ging's nicht. Der hat gefärbte, ja, der hat gefärbte Haare, aber ich... Das Männerbad ist zu heiß. Warum ist das Männerbad jetzt auf einmal so heiß? Ganz ruhig, ich kühl's schon. Ich kühl's schon. So. Hey, der Typ hat mir gerade an den Hintern gefasst. Kerle, wie er vermiesen das Bad hat. Du hast jemand den Arsch gefasst, mein Freund. Und jetzt guckst du aber weg, als wäre nichts gewesen. So, mein Lieber, raus mit dir. Komm schon. Ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen, wird doch wohl erlaubt sein. Ganz abgeneigt hat er nicht auf mich gewirkt. Pah. Und ich dachte, ich hätte einen netten Kerl gefunden. Okay. Was soll das sein Problem? Ich gehe nach Hause. Warum? Jetzt ist er doch weg. So unnötig jetzt. Nein, macht doch mir auch egal. Ist mir ehrlich gesagt auch wurscht, was ihr da macht. Ciao, Bernd. Ach nee, sie nicht. Was sind jetzt dafür an? Kommen Sie her. Ihr Arsch gehört mir. Ihr Arsch gehört mir. Sorry nochmal. Sorry nochmal. Wie? Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Oh, hallo, alte. Oh, Gisela. Na? Ja, aber natürlich. Was darf sein? Duschke. Oh, und ihre Tochter? Ist das ihre Tochter? Die ist auch dabei. Oh, das freut mich aber. Duschgel und Handtuch. Selber Handtuch. Duschgel und Handtuch. Rasierer und Duschgel. Ah, mal wieder den Busch ein wenig schneiden, nicht wahr? Wollen Sie sich wieder Tribals reinschneiden oder so ein kleines Herz? Hm? Ja, so sehen sie aus, ne? Du bist aber jung. Bist du die neue Teilzeitkraft? Wir kommen oft hierher. Freut mich, dich kennenzulernen. Komm schon, Miyu-san, sag doch auch etwas. Ich mag sie nicht. Entschuldige bitte, sie meint es nicht böse. Übrigens siehst du wie jemand aus, den ich schon mal gesehen habe. Wer war das nochmal? Sowas hat mir doch nie jemand gesagt! Ach, jetzt weiß ich es wieder. Du siehst genauso aus wie das letzte Mädchen, das hier gearbeitet hat. Ist das so? Was ist für ein Mensch? Sie war ein liebes, hart arbeitendes Mädchen. Das ist schon viele Jahre her. Aber du siehst dir wirklich sehr ähnlich. Denkst du nicht auch, Miyu-san? Die letzte Arbeiterin? Ob sie ihr ähnlich sieht? Wie war das Mädchen, das plötzlich verschwunden ist, oder? Ich sehe überhaupt keine Ähnlichkeiten. Ist auch egal, ich mag dieses Mädchen hier trotzdem nicht. Ich werde dir so dein Geld klauen, während du... ich werde dich so kochen in deinem Scheiß... in dem Scheiß Whirlpool. Du passt hier nicht her. Meine Güte, sag doch sowas nicht. Hör nicht auf sie. Gib dein Bestes, ja? Geh. Du hast schon bezahlt. Geh. Geh! Aber tatsächlich, kennst du das Spiel I'm a Part-Time Worker? Klingt bekannt. Sehr hübsch. Wie hält das so gut an Ihnen? Haben Sie Kleber verwendet? Bitten zu gehen. Bitte gehen Sie. Was? Bitte. Bitte. Ich kann dich nicht leiden. Fick dich. Arrivederci. Guten Tag, der Herr. Freut mich. Feuchtücher, Handtuch, Duschgel, Rasierer. Ihr wollt auch alle einen neuen Schamhaarschnitt, ne? Feuchtücher, Handtuch, Duschgel, Rasierer. Okay, Duschgel und Handtuch. Ore.
Ich heiße... Hey, wo wohnst du? Ah, du brauchst nicht zu antworten. Da ich ein Genie bin, finde ich die Antwort auch selbst heraus. Du wohnst hier ganz in der Nähe, stimmt's? Oh, liege ich etwa richtig? Vielleicht komme ich dich mal besuchen. Haha, ich weiß, wie man flirtet. Gar nicht gruselig. Leute, wenn ihr jemanden aufreißen wollt, geht hin und sagt... Du riechst aber gut. Ich hab gesehen, dass du hier wohnst, denn hier. Vielleicht komme ich nachts mal vorbei. Vielleicht auch nicht. Das funktioniert oft. Hallo Hazel, na du? Ich spiel's einfach. Wie heißt es im Pool? Da kommt jemand. Ja, ich sehe sie. Oh, sie gehen schon? Feuchttücher und Duschgel. Oh, sie wollen sich mal nicht rasieren. Da bin ich ein großer Fan von. Und? Ah, auf dem Land arbeitet man für das Gemeinschaftswohl. Woher kommst du? Hat es dir für die Sprache verschlagen? Wie unhöflich. Ich komme aus der Stadt und habe es nicht gerade leicht. Du solltest mir Rücksicht nehmen. Und noch etwas. Wieso lässt du diese dreckige Frau rein? Mit der möchte ich nicht das Badewasser teilen. Welche? Hat die mir hier reingeschickt? Was ist das? Nee, schon gut. Warum sind die alle so unfreundlich zu mir? Wer hat den Föhn angelassen? Ja, gleich. Ich habe auch noch Dinge zu tun. Was darf es denn sein? Oh, halt. Hallo? Was darf es denn sein? Rasierer, Duschgel und Shampoo? Alles klar, ich verstehe. Duschgel. Ist übrigens heute alles gratis. Brauchen Sie vielleicht Hilfe beim Einschäumen? Jaho! Hallöchen. Hey, warte mal. Ich bin in so ein trostloses Badehaus, kommen auch heiße Kerle? Nee, ich arbeite hier, wissen Sie, ich bin nicht so... Die Haare und diese schneeweiße Haut, der ist genau mein Typ. Du musst mich nicht in der dritten Person Singular ansprechen. Wen meinst du? Hast du ihn nicht gesehen? Du meinst heute Morgen... Oh, irgendwie bist du heiß! Wenigstens seine Aura musst du doch gespürt haben. Aber eigentlich darf er ja nicht in das Damenbad. Oder ist es doch erlaubt, solange man gut aussieht? Wirklich? Oh Mann, ist das wirklich in Ordnung? Ich werde ganz nervös. Warte. Warum brennt denn jetzt das Damenbad? Ist doch niemand. Wo ist der Typ? Hä, wo ist der Typ hin? Gleich. Ist bei Ihnen alles gut? Brauchen Sie irgendwas? Wirklich. Schauen Sie sich nicht zu fragen, wenn Sie irgendwas brauchen, ja? Ich finde schon... keine Badekleidung. Und ein Schwimmring? Schon gut. Guten Tag. Feuchtig und Handtuch, aber selbstverständlich. Du bist jung. Du bist also das Mädchen, von dem mein Boss geredet hat. Ich kann verstehen, warum er dich eingestellt hat. Dankeschön. Brauchen Sie noch irgendwas?
Junge Dame, also brauchen Sie noch irgendwas oder ist alles... Wollen Sie wirklich... Was ist denn los? Warum... Ach, Alter. Warum gehen Sie denn? Was war denn falsch? Weil Sie Badesachen anhatten? Ich musste dich wirklich rauswerfen? Ich wollte dich nicht rauswerfen. Da kann Chrissy nicht Nein sagen. Ich hätte sie rauswerfen müssen. Oh, hi. Duschgel, Rasierer und Shampoo. Ist das Kind unter 7? Welches Kind? Was ist das Problem? Da steht doch, dass Kinder unter 7 auch ins Damenbad dürfen. Wenn du hier arbeitest, solltest du auch die Regel... Ah, das Kind! Das habe ich gar nicht gesehen. Bis 6! Nur bis 6! Ich muss sie bitten zu gehen. Nur bis 6! Darf ich das Kind allein rauswerfen? Mein Junge, du darfst leider nicht. Hä? Wie werfe ich den jetzt? Darf ich jetzt rauswerfen? Was mache ich denn jetzt? Werfe ich nur das Kind raus? Weil die Frau darf ja. Mein Junge, ich muss dich gleich rauswerfen. Ich muss... Okay, ich werfe deine Mutter raus. Ihr dürft nicht. Wer bist denn du? Hä? Du bist angezogen. Wo ist deine Mutter? Er darf hier nicht. Was? Ich bin die ganze Weg hergekommen und soll direkt wieder gehen? Du sollst nicht alle Latten am Zaun. Die Kind darf hier nicht baden. Und die andere hatte Tattoos. Boah, ich bin so schlecht in meinem Job. Hatten sie Tattoos? Oh, sie dürfen nicht. Ich glaube, weil kein anderer da war, war es nicht schlimm. Wo ist der Typ hin? Hat die jetzt ihr Kind hier gelassen? Hast du dein Kind hier gelassen? Nee, ne? Hast du dein Kind mitgenommen? Wo ist dein Kind? Hi. Du hast heute ein paar Fehler gemacht. Nee, hab ich nicht. Du hast Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht, mich einzustellen. Das war ein Tattoo, ist ja scheiße. Das ist ein Rollercoaster von Emotionen. Was ist das für eine Schleimspur da? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt, das war die Hübsche, als sie mich gesehen hat. Das ist es, ne? Ich weiß nicht, Butcher, ne? Bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du das auch kennst, dass du so, ne? Die vorstellst, bist so, hi, moin. Und dann ist so, pff, und dann bist du, Passiert halt mal. Streng dich morgen mehr an, okay? Also dann kümmere dich mal ums Saubermachen. Wenn du fertig bist, kannst du gerne ein Bad nehmen. Okay, gut, ich bin dann mal weg. Ciao, Opi! Was muss ich sauber machen? Oh, nee. Oh, ich muss die Bäder reinigen. Ach, gar keinen Bock. Ah, das Kind, Mann! Ich box dich raus, Junge! Vorsichtig in diesem Badehaus spukt. Ist deine Mom, ist einer Stunde weg. Hä? Meine Mama? Ich habe keine Mama. Jeder hat eine... Wo rennst du denn hin? Wo sind seine Sachen? Renn dich einfach so raus. Ach. Alle bekloppt hier auf dem Dorf. Alle fucking bekloppt. Speed run. Ich hasse es, wenn die Gäste wieder ins Bad scheißen. Ich möchte eine Therme, wenn ich das sehe. Wirklich? Wenn du siehst, wie ich das hier leite, möchtest du eine Therme, Kiki? Ich bin mir unsicher, ob du das willst. Kiki, würdest du eine Therme geben, wo ich das Ding leite? Ist da jemand? Sorry, Bad ausgeschlossen. Nun ein anderer. Wow. Weißt du, Kiki kommt heute jetzt, ne? Kiki schreibt zum zweiten Mal jetzt einfach so einen Chat, nur um mir wieder einen Seitenhieb zu geben, Kiki. Was habe ich dir getan? Warum hast du mich? Da drüben sind keine Wand mehr. Alter, mit Kompetenz mit der Wand. Wow! Kannst du mir eine zuwerfen? Ich habe vergessen, was ich werfen soll. Eine Wanne?
Nicht dafür! So, warum habe ich das denn verdient? Ich bin immer lieb und nett. In jedes Becken haben sie mir geschissen. In jedes fucking Becken haben sie mir geschissen. Jetzt noch duschen. Soll ich mal nachgucken wegen der Frau? Weil das ist ja definitiv ein Geist, ne? Da machen wir uns ja nichts vor. Was dachte ich mir? Naja, gut. Dann war es halt ein Geist. Du fragst dich, warum ich in eine andere Therme will. Was habe ich gemacht, King? Erkläre mir, warum du nicht in diese Therme möchtest. Nenn mir nur 20 Argumente. Das bin ich? Uiui. Oh nee, das ist gruselig. Ich will nicht. Gott, ich will das nicht spielen. Oh, nacktes Kind! Meine Twitch-Karriere läuft an meinen Augen vorbei! Was, wieder der Affe? Twitter brennt, Exposure. Ich distanziere mich von diesem Spiel. Warum ist hier ein Affe drin? Das ist halt echt nicht meine Aufgabe. Ich will sie canceln. Das war doch ein Mann. Das sah aus wie ein Kind. Muss ich einen Affen? Muss ich mich um den Affen kümmern? Ich habe das Gefühl, der Affe ist echt nicht meine Aufgabe. Lass mich nur den Schwanz sehen. Yeah! Ja! Woo! Ja, ich mach mich auf. Auf jeden Fall, ne? Das war schon seltsam. Das ist, glaube ich, neu, oder? Ich habe wieder Zeit, zur Arbeit zu gehen. Was war das gestern? Affen und ein toter Typ. Tja, das sollte mich aber nicht davon abhalten, heute wieder aufzumachen. Ist ja nicht so, als wäre das irgendwie hart seltsam, dass man einen toten Typen da hatte. Das war neu, oder? Das war letztes Mal nicht, oder? Oder täusche ich mich? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das letzte Mal hatten. Just another day. Oh, guten Tag, Frau Nachbarin. Na, ich kann in Ihre Wohnung gucken, wenn ich will. Kommen Sie nicht rein? Ich guck kurz nach. Der kann ich ja so Glory Hole machen. Wow. Ja. Sie haben ein Klavier. Ich habe kein Klavier. Oh, jemand hat die Äpfel gegessen. Auch immer nur ein Bissen. Machen Sie es gut. Ich habe noch zu tun. Zeit für Maloche. Sieht aber nicht so glory aus. Das ist doch nicht wichtig. Es reicht, wenn eine Hälfte des Holds glory ist. Hi, Obi. Tut mir leid, dass du gestern einen harten Tag hattest. Dieser Kerl,
Dieser Ray, wahrscheinlich hat er zu viel getrunken. Wahrscheinlich hat er zu viel getrunken. Ja, ich habe kurz was falsch gelesen. Das kommt bei jungen Leuten öfter vor. Mir wäre es auch lieber, wenn sowas nicht mehr vorkommt. Da waren eine Menge Affen. Affen? Naja, bin ich auf dem Land. Affen sind überall. Das ist nichts ungewöhnlich. Das macht dir also keine Sorgen. Okay, heute wirst du die Wände putzen. Sprühe die Wände mit Reinigungsmittel ein und schrubb sie dann sauber. Sprühpflaster und Schrubberbürste findest du im Schrank. Nimm ruhig ein Bad, wenn du fertig bist. Aber bevor ich es vergesse, heute kommt unser Stammkunde Geichi uns besuchen. Er ist mein guter Freund. Es ist schon eine Weile her, dass er vorbeigekommen ist. Darauf habe ich mich schon gefreut. Er sieht ziemlich streng aus und trägt einen Anzug. Lass ihn auf jeden Fall rein. Gut. Gut. Was macht die Temperatur? Ne, das wird... Gleich, junge Dame. Ich weiß, dass sie sonst zu warm sein wird. Ja, gleich. Hä, warum ist die Frauentherme jetzt auf einmal so viel kälter geworden innerhalb von 2 Sekunden? So. Ja! Ich hasse diese Kunden so sehr. Guten Tag. Feuchttücher. Bitte. Hey, komm schon. Du arbeitest hier im Schneckentempo. Glaub nicht, dass du ohne Anstrengung einen guten Job machen kannst, nur weil du jung bist. Du musst schneller sein. Ich könnte den Job besser machen als du. Ich. Wirklich? Nicht eine nette Person hier. Nimm deine Arbeit nicht auf die leichte Schulter. Kann ich dich rauswerfen, wenn du eine fucking Bitch bist? Schwimmen verboten, Rennen verboten, Schlafen in der Sauna verboten, Fotografieren im Badehaus verboten. So, meine Liebe, ich kontrolliere Sie jetzt. Was haben Sie an? Haben Sie Tattoos? Badekleidung? Was haben Sie vor? Wollen Sie schlafen in der Sauna? Sie wollen bestimmt in der Sauna schlafen, nicht wahr? Ach, ein bisschen zwischen den Beinen bewässern, ja? Ja, ach ja? Was ist das hier für ein Schweinescheiß? Gott liebt dich! Er liebt dich, aber das geht zu weit! Okay. Ich hab sofort. Zu still. Damit das junge Frau, du hast echt einen schönen Körper, aber du könntest beliebter sein, wenn du ein bisschen abnehmen würdest. Kannst du kochen? Ja. Kein Wunder, bist ja auch eine Frau. Average Twitter Communication in den Privatnachrichten für weibliche Influencer. Naja, du bist jung, also du hast bestanden. Du darfst meine Frau sein. Naja, danke. Aha, du bist wohl von der schüchternen Sorte. Gefällt mir. Nun, für heute werde ich nur ein Bad nehmen. Alle nett! Alle nett und freundlich hier! Was ist das jetzt? Sind Sie zufrieden? Freut mich! Alle bekloppt hier! Tattoos, wollen sie schlafen, sind sie besorgt? Boah, du bist aber ein Hungerhaken. Boah, was ist... Junge, mir sagen zu dick, aber selber so aussehen, ist mein Ticken mehr. Ich meine das gar nicht Bodyshaming-mäßig, aber ich mache mir Sorgen. Deine Oberarme sind so dick wie deine Unterarme. Warum bewässern die alle nur einen Sack? Nicht schlafen. Mein Gesicht, wenn ich komme. Muss das sein? Was soll denn das? Warum macht er denn das? Ach, ist doch scheißegal. Ei. Duschgel, Feuchtigkeit und Shampoo. Wisst ihr, was ich schön finde? Jemand schreibt rein Bodyshaming, nachdem er mich fett genannt hat. Ha, war heute viel los? Oh, nicht wirklich. Ach ja. Aber es ist ja nicht so, als wären gar keine Kunden da. Ich hoffe, es kommen eine Menge Kunden. Ich nicht, habe ich mehr zu tun.
Du bist besoffen! Ich kann ihn nicht rauswerfen. Du bist besoffen! Warum kann ich ihn nicht anklicken? Alright. Whatever. Haben Sie Tattoos oder eine Badehose an? Ey! Sie hauen ab hier! Fotos oder was? Lass mich nur ein letztes Foto machen. Okay. Danke. Ne, eins haben wir gesagt. Was? Wow. Bleib weg von mir. Ich gehe. Hm, nicht weg. Ist das nicht der Kriminelle mit Hausverbot? War er das? Ei. Shampoo, Duschgel, Feuchtücher. Shampoo, Duschgel, Feuchtücher. Los, der! Warum arbeitet eine junge Frau wie du hier? Mich hat er nicht eingestellt, als ich hier arbeiten wollte. Egal, eine wie du wird niemals mit der Arbeit in einem Badehaus klarkommen. Als ob das jetzt hier auch, ne? Bis Raketenwissenschaft. Das ist aber nicht so anstrengend wie deine Arbeit im Badehaus. Ich gebe dir 3 Tage, bevor du das Handtuch wirfst. Hm? Hm? Hast verkackt, ne? 3 Tage, was 3 Tage? Tag 2! Hast du Tattoos? Machst du Fotos? Bist du einfach nur eine Bitch? Nicht Haare färben. Warum muss ich von einer wie du rausgeschmissen sein? Was hast du gemacht? Wie färbst du die? Was hast du denn? Du sollst hier nicht arbeiten. Was soll ich denn getan haben? Du bist für diesen Job nicht mal. Du hast. Warum bist du's? Warum seid ihr alle so? Na, guten Tag. Shampoo und Rasierer. Sind Sie bitte nett? Ich kann das nicht mehr. Nein, schon gut. Okay. Ich liebe Chrissys passiv-aggressive Art. Das ist schon nicht mehr passiv-aggressiv. Wieso bist du immer so fies zu Videospielcharakteren? Wieso nicht? Du hast bezahlt für den Aufenthalt. Ob du jetzt reingehst ins Bad oder hier stehst und einfach nur starrst, ist mir relativ wumpe. Nein. Handtuch. Ich hätte gerne ein Handtuch. Ein kleines japanisches Handtuch. Okay. Wenn wir doch nur Handtücher hier hätten, ne? Wenn wir doch nur Handtücher hier irgendwo hätten. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, den Arm auszustrecken und vielleicht ein Handtuch zu kriegen. Aber nee. Nee, wir wollen ja ein kleines japanisches Hand. Oh, voll hübsches Outfit. Ich nenne dich Pan. Ein Moment. Hier, ein kleines japanisches Handtuch. Danke sehr. Keine Tattoos? Okay. Handtuch und Shampoo. Alles klar, Pan. Handtuch und Shampoo. Was gibt's? Die strahlende, die schöne, die einzig wahre Emachi, das bin ich. Ich war schon lange nicht mehr in einem Badehaus. Ich bin so aufgeregt. Juckt mich halt echt wenig. Was macht die Temperatur? Was macht die Temperatur? Oh, Damen ist zu kalt. Damen und Herren ist zu kalt. Kurz gucken, dass du keine Badesachen anziehst. Keine Tattoos. Alles klar. Es ist zu kalt, 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 es ist zu kalt. Ich mach so einen guten Job. Sir? 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 Er benimmt sich, sehr schön. Und nochmal sind Tattoos verboten, wir sind altmodisch.
Jo. Ihnen alles gut? Wo sind Sie denn? Da, bei Ihnen alles gut? Sie rennen nicht, Sie schlafen nicht? Okay. Manchmal erzählt mir Kiki, dass sie die Nacht durchmacht, um zu arbeiten. So stelle ich mir Kiki dann vor. Hi! Rasierer und Tattoo? Ja, okay. Rasierer und Handtuch. Dürften es auch noch Augenlider sein? Sie. Arbeite schneller! Sieht ein bisschen aus wie Momo, stimmt. Haben Sie Tattoos? Hören Sie uns bald wieder. Nicht rennen, ne? Rennen verboten. Schön wieder den Schritt bewässern. Das ist unsere Kiki. Du bist so fies. Warum bin ich denn fies? Bin ich fies. Die machen einen guten Job heute. Nicht rennen. Nicht rennen. Warum rasiert man sich im Badehaus? Warum nicht? Entschuldigung. Ich dachte, sie wäre ein Kind. Es tut mir leid. Handtuch, Shampoo. Handtuch, Shampoo und Feuchttücher. Handtuch, Shampoo und Feuchttücher. Warum haben sie ihm so eine Stimme gegeben? Warum haben sie ihm die Stimme gegeben? Ich komme auf das Bad aus. Wie alt bist du? Bist du erwachsen? Ich bin mir halt unsicher. Deine Stimme war suchen. Du sagst, ich freue mich voll auf das Badehaus. Bist du erwachsen? Leute, ich bin mir unsicher. Dürfen Kinder hier rein? Ab wann dürfen die? Warum darf ich das nicht? Ich bin klein, also bin ich wie ein Kind. In diesem Dorf leben nur Bekloppte. Nur Bekloppte in dem ganzen Dorf. Und als Kind kann ich machen, was ich will. Wie, das ist ein Verbrechen? Sorry. Was ist denn falsch mit... Ich guck kurz, wie die Wärme ist, ne? Wie, warum ist es jetzt so heiß im Männerbad? Ach, ist auch egal. Heißer. Nix? Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind Sie auf den Bildern. So als rein, also als Gefühl, wissen Sie? Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind Sie, die Person, die hier nicht rein darf. Also könnten Sie sich bitte umziehen? Sir, Sie. Dabei die tatsächlich, die Affen waren am normalsten noch. Sir, was? Sir, Sie. Sir. Wirklich. Ich habe Probleme damit umzugehen, was sie hier tun. Ich weiß ja, dass das sie sind. Hi. Shampoo und Feuchttücher. Sind Sie die erste normale Kundin, die ich habe? Die allererste normale Kundin? Hey du bist jung, warum arbeitest du hier? Hattest du keine anderen Möglichkeiten?
Ach du Mensch da, hat sich einfach so ergeben, nicht? Das hat sich so ergeben? Du warst wahrscheinlich ein Need. Oder so, stimmt's? Du gibst ja so ein, ich bin sehr empfindlich und kann deshalb nicht arbeiten. Oh, stell dir vor, du arbeitest in einem Badehaus, in einem Dorf und jeder ist ein Wichser. Jeder Einzelne ist ein fucking Wichser. Ja, ich will nicht arbeiten. Ich hasse es, morgens aufzustehen. Ich hasse es, 8 Stunden zu arbeiten. Ich will ausschlafen. Ich will morgens aufstehen, kacken, wichsen und am besten wieder ins Bett gehen. Und ein Problem, ich arbeite jetzt aber hier. Und wie läuft es mit den Männern? Männer! Fang mir nicht an mit Männern, Schwester. Ob du einen Freund hast, ob du dumm bist, hab ich gefragt. Nein. Ist das so? Sieht man ja. Du dumme Fotze! Was? Ist fucking falsch mit dir. Warum bist du so? Ich mach nur die Kasse. Du hasst mich, weil ich existiere. Selbst wenn du einen Freund hättest, der wäre wahrscheinlich ein Versager und hässlich wie ich. Ich werde deinen Vater finden und ich werde deinen Vater ins Krankenhaus ficken. Ich werde deinen Vater so durchnehmen, dass ihm Hören und Sehen vergeht und du wirst mich deine neue Mama nennen. Boah, ey. Genau wie die Sorte, wenn die zu dir passt, ich bringe dich um heute Nacht. Keine Hüte im Wasser. Keine Hüte im Wasser. Sorry, keine Hüte im Wasser. Was? Ehrlich? Ja, keine Hüte im Wasser. Neue Regel. Schade. Nächstes Mal vielleicht, ne? Danke fürs Geld, danke fürs Bezahlen. Fick dich. Du kannst mich mal, ne? Piss dich. Wenn ich du wäre, würde es mir schon peinlich sein, ne? Piss dich. Hau ab. Fick dich. So. Raumbad muss heißer. Jaha. Komm ja schon. Guten Tag. Rasierer, Handtuch, Duschgel, Feuchttücher. Aber selbstverständlich. Rasierer, Handtuch, Duschgel, Feuchttücher. Du bist die Neue. Ich bin Keiichi. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja. Freut mich auch. Freut mich sehr. Lass mich raten, du hast jetzt wahrscheinlich gleich Tattoos und eigentlich müsste ich dich rauswerfen, aber ich darf nicht, weil mein Chef gesagt hat, du sollst bleiben, oder? Lass mich raten, du bist jetzt voll tätowiert. Ja, du fick dich doch. Du bist ein Yakuza. Ja, haben sie Spaß im Pool. Ist mir auch egal. Hey, chotto koi. Komm her, jo, ich komm. Kannst du mir den Rücken waschen? Jo. Kein Ding. Hey, das ist ja überhaupt gar kein Tattoo, was ich... Bist du fertig? Hey. Eine so junge Frau wie du, warum arbeitest du hier?
Ich kenne den Besitzer. Lilly, danke schön für den Zap, vielen Dank. Okay. Ach, ehrlich? Ist der alte Mann dein Onkel oder so? Ist ja egal. Weißt du, das Badehaus wird von meinem Unternehmen finanziert. Das ist auch der Grund, warum es im Geschäft bleiben kann. Der Besitzer ist ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse. Aber da er immer brav Befehle folgt, lasse ich ihn machen. Ich war es auch, der ihm die Erlaubnis gegeben hat, dich hier einzustellen. Aber jetzt, wo ich dich gesehen habe, habe ich meine Meinung geändert. Warum arbeitest du nicht für uns? Eine junge Dame wie du? Ich würde dich sehr, sehr gut behandeln. Nee, ich will ja sagen! Was? Du wagst es, meine Einladung abzulehnen? Die Sonnenbrille habe ich auch. Du hast echt Schneid, das muss ich dir lassen. Eine schwache Frau wie du ist aber nicht in der Lage, Nein zu sagen. Ich könnte dich ohne Probleme zwingen. Oh, meine Nase blutet. Kein Blut, bitte. Blut ist verboten hier. Ich. Ja. Sie sahen schon mal besser aus. Habe ich gerade einen Kunden noch außer. Nee. Ja, man sieht ihn gar nicht an, ne? Das ist Abwischen auch überbewertet. Persönliche Meinung. Ja, dann beehren Sie uns bald wieder. Lassen Sie eine gute Bewertung da. Ne? Google-Rezension würde uns immer helfen. Erzählen Sie Ihren Freunden davon. Machen Sie es gut. Schön. Wo kommt die Musik jetzt her, Opus? Hast du die Musik auch gehört? Du hast dir wohl den falschen Beruf ausgesucht. Nein, ich glaube, du hast dich heute ganz in Ordnung angestellt. Nun, ich glaube... Hä? Du hast dich heute... Hä? Warum sagst du mir, ich habe den falschen Beruf ausgesucht und dann sagst du, ich habe ganz gut gearbeitet? Welches Lied war das nochmal, Kiki? Welches Lied ist das? Nehmt Abschied, Brüder, so okay, es nehmt Abschied? Wie kommt es bekannt vor, ich weiß nicht. Ist Keiichi gekommen? Keiichi ist gekommen. Ist dir irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Mir fällt nur der deutsche Name ein. Aber warum geht das? Das sagt mir so nichts. Ist eigentlich ein Neujahrslied. Hast du was seltsam verhalten? Oh, verstehe. Selbst Keiichi also. Ich bin froh, dass ich dich angerufen habe. Dann mach jetzt sauber und geh nach Hause. Ich habe das Gefühl, Leute, ich habe das Gefühl, irgendwas Seltsames geht hier vor sich. Weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, mit den Leuten geht nicht... War das nicht Amazing Grace? Das war auch nicht Amazing Grace, oder? Say goodbye, people. Seltsam. Naja. Der Geist war aber eigentlich ganz nett zu uns, ne? Und was ist das gerade mit dem Schlüssel? Ach, okay. Ach, ich mag meinen Job. Ich zeige auch an, wo ich wohne. Zimmer 202 ist mein Zimmer. Nur falls Sie sich fragen.
War das die Klingel? Ist das hier ein Geistermädchen an der Wand? Sollte das nicht. Soll das ein Geistermädchen sein? Sieht irgendwie aus wie ein Mensch. War so klar. Ja, komm, jetzt tu nicht so, ne? Wenn so klar war, dann seid nicht überrascht. Es kommt aus dem Heizungsraum. Ich hoffe, wir das ansehen. Warum haben wir einen Alarm für den Heizungsraum? Ich will echt nicht, Leute. Junge Dame, der Heizungsraum ist heute geschlossen. Oh. Das fasse ich einfach so an? Der Boiler ist zu kalt. Okay. Was ist hier los? Es kommt Rauch aus dem Ofen. Ah, schon wieder. Ich kümmere mich drum. Geh du schon mal ein Bad nehmen und dann geh nach Hause. Okay. Sehr lieb. Tu mal so, als hätte ich das eben nicht gesehen. Oh, diesmal rasiere ich mich. Entschuldige. Ja? Ich bin nicht. Er liebt sie nicht, ich lieb sie nicht. Da. Und jetzt ins Bad. Das Wasser ist irgendwie schwarz wie die Nacht. Naja, ist mir auch egal. Entschuldigung, ist da jemand? Oh, du warst doch gestern schon da. Was ist los? Ich arbeite hier. Da müsste ein Quietschhändchen bei dir sein. Könntest du es mir zuwerfen? Klar doch! Warte! Ich habe irgendwie Probleme, das aufzusammeln. Ah. Ein Danke hätte es auch getan. Ist da jemand? Ja, ich bin hier. Ich arbeite hier. Da bist du ein Quietschhändchen bei dir. Da könntest du mir zuwerfen. Also, sicher doch. Danke. Ja, wir reden schon die ganze Zeit miteinander. Ich arbeite hier, Jaha. Oh, schöne Frisur vom Quietschhändchen, aber. Ach komm, das war gut getroffen. Kannst du aufhören, deine Sackhaare auf die Quietscheente zu kleben? Lass mich raten, gleich taucht nicht die Quietschente auf, wenn ich es anklicke. Ano,
Ja, Mann, ich bin ihr! Ach komm, das war gut geworfen. Sie hat mir Head gegeben. Wenn eine Frau mir ein bläst und ich danach auf ihre Schultern komme, war es dann Head and Shoulders? Meine Unterwäsche. Oh, ich hätte diesen Job nicht annehmen sollen. Nur Bekloppte hier. Nur Bekloppte. Ja. Yeah. Oh, ich liebe es, auf dem Boden zu schlafen. Oh, das ist geil. Oh, einmal kurz beim Nachbarn guten Morgen sagen. Warte kurz, ich muss kurz das nachgucken. So. Das ist, Marco, das ist, wenn es runter sifft. Dann ist es Head and Shoulders, Knees and Toes. Oh Junge. Ach Mensch. Ich sollte aufhören, darüber zu schauen. Micha, mein Micha, und alles tut so weh. Ich würde meinen Finger reinstecken ins Loch. Ich noch ganz andere Dinge. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey. Hey. Hey, yeah, yeah. Was gibt's, Obi? Ja, ja. Ah, hast du gut geschlafen? So, gestern sind unheimliche Dinge passiert. Gestern war eine Frauenstimme, da sagst du, ey. Ah, sind gestern unheimliche Dinge passiert. Ja, solche Dinge passieren hier auf dem Land manchmal. Ah, ja, Dorfdinger. Ist auch immer mal wieder Geister und sowas auch. Sowas ist doch üblich an Orten, wo wenige Menschen sind, oder? Wie zum Beispiel in diesem Dorf. Ah, aber, ja. Da du Probleme mit Flüchen und Geistern hast, schau doch mal beim Schrein in der Nähe vorbei, bevor du zur Arbeit kommst. Da sollte ein Priester sein. Das kann nicht schaden, mal mit ihm zu reden. Ich bin mir sicher, wenn dir helfen könnte. Ich hasse es, wenn mein Chef nach Hause zu mir kommt, um seltsam auf meinen Boden zu sitzen. Schau unbedingt vorbei, ja? Wir haben es fast geschafft. Also los geht's. Heidelido, Nachbarino, ich gehe zur Arbeit. Einmal zum Schrein. Wisst ihr? Habe ich gar keinen Bock, ne? Aber ich muss hier hin, auch wenn ich es zum Schreien finde. Anata ga ooya no itteita.
Der Vermieter hat von dir gesprochen. Meiner Son, wie schön, dich in diesem Dorf willkommen zu heißen. Sind wir uns schon mal begegnet? Sehe ich wie ein berühmtes aus? Nein, das meinte ich nicht. Gibt es etwas, bei dem ich meine Unterstützung anbieten kann? Kapier ich nicht. Das war gottlos. Am Schreit. Gott. Okay, hören wir auf. Im Badehaus geschehen seltsame Dinge. Seltsame Dinge, also ich weiß, wovon du sprichst. Dich umgibt etwas Böses und es scheint noch stärker geworden zu sein, seit du hier bist, ja. Nun, für den Moment werde ich dir den Segen der Götter schenken. Ich bin Christ. Können wir das Vater Unser sprechen? Vater Unser Speedrun, Vater Unser im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Recht komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also dieses Amulett immer nah bei dir. Mögen die Götter dir den Weg leuchten. Okay. Jesus. Oh weh. Jesus, oh weh. Jesus, oh weh. Du bist wunderbar. Nee. Arbeitest du hier? Ja, hast du gerade eine Panikattacke? Man hat mich gerufen, um den Ofen zu reparieren. Wo warst du gerade Angst? Bin gerade fertig geworden. Dieser Ort. Ich will nie mehr zurückkommen. Der Ofen ist wieder in Ordnung. Bestell mich also nie wieder hierher. Und hoffe ich für dich, dass der Ofen auch in Ordnung bleibt, ne? Ich weiß nicht, wie viele Handwerker es hier gibt. Hallo, Opi. Oder Omi? Omi. Hallo, Omi. Duschgel, Handtuch und Rasierer. Der Busch muss getrimmt werden, nicht wahr? Man will ja keinen Wildwuchs. Hörst du mir kurz zu? Ich bin hier verabredet. Oma! Oh, ein Date im Badehaus? Aber meine Verabredung ist an Demenz erkrankt. Ich werde keinen Witz machen. Ich entscheide mich, dass mir diese Situation zu heikel ist. Ich habe das Gefühl, ich habe in diesem Stream schon zu viele heikle Dinge gesagt. Ich werde diese Chance nicht nutzen. Darum mache ich mir Sorgen. Wie ist eigentlich die Wassertemperatur? Oh, zu kalt! Viel zu kalt! Oma, viel zu kalt! Warte, Oma! Noch nie, noch nie, noch nie, noch nicht. Ich hätte zu viele Witze, die ich machen könnte bei Demenz, aber es gibt einige von euch, die jetzt wahrscheinlich mit Demenz in Berührung gekommen sind. Und deswegen werde ich das nicht tun. Weil ansonsten darf ich mir wieder anhören, wie Leute mich voll jammern. Deswegen habe ich da keinen Bock drauf und deswegen lasse ich das auch. Handtuch. Selber Handtuch. Badehäuser sind gut für mein Aussehen. Wir haben 2023. 24. Das ist halt, wenn ich das richtig sehe, ein biologischer Mann, der jetzt gerade in die Damen
ins Damenbad geht. Jetzt ist die Frage, was ist mir wichtiger? Dass im Spiel ich alles richtig mache oder dass ich nicht gecancelt werde auf Twitter? Sir? Ich muss Sie bitten zu gehen. Warum ich? Ich habe nichts getan. Das ist Diskriminierung von Frauen. Also... Oh, Twitter wird mich hassen. Hi. Warte, hat ihr Date sie vergessen, Oma? Hat ihr Date sie vergessen? Oh, tut mir leid. Ja, was darf's denn sein? Rasierer und Shampoo. Gecancelt, es ist over. Nani? Was? Starr mich nicht an. Und damit gehörst du noch zu den Nettesten, die hier waren. Wie ist die Temperatur? Frauen okay, Männer okay. Keine Tattoos? Nicht laufen. Wenn du läufst, muss ich dich rauswerfen. Chrissy würde mich rauswerfen. Lyria, ich... Das war dir egal? Oder hast du es nicht gesehen? Lyria, das liegt nicht an mir, das liegt am Spiel. Ja, erstmal schön die Füße bewässern, ne? Wie gesagt, das liegt nicht an mir, das liegt am Spiel. Meinetwegen könnt ihr hier alle drin duschen und baden. So ist mir auch egal, wo. Warum habe ich das Gefühl, dass es wieder ein Bekloppter? Hi, Sir! Rasierer und Feuchttücher. Chillapin. Chillapin. Chiller, 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 Pin, Chiller, Chiller, Pipi. Chiller. Entschuldige. Du bist doch keine Anhängerin von Chillatikes. Chillatikes? Chiller, Pin, in. Das ist ein großes Problem. Chillatikes ist immer bei uns. Wie ein Gott. Nein, noch mehr als das. Um Frieden unserer Welt zu erreichen, müssen wir eins mit Chillatikes werden: Frieden und innere Ruhe. Wir werden von Kummer und Leid befreit und können unsere Grenzen überwinden. Aha. Verstehst du mich nicht, wahr? Um mit Chillatikes eins zu werden, brauchst du nur das Gefäß, das Chillatikes Seele enthält. Warte, kam ein Sonderangebot von 1 Million Yen. Wie ist der Wechselkurs? Wechselkurs Yen zu Euro. So, 10, 100.000, 10.000, 100.000, 1 Million. 6.112 Euro. So viel Geld habe ich nicht. Ach du lieber Gott. Selbst wenn du bettelst und nach Hilfe schreist, Chertikis wird dich nicht willkommen heißen. Du wirst auf demselben Pfad wie dein Vorgänger wandeln. Besser du zeigst Treue. Bitte hab Tattoos. Bitte hab Tattoos. Ich weiß nicht, ob du das mitnehmen darfst. Das steht halt nicht in den Regeln. Du darfst halt keine Klamotten mitnehmen. Ich weiß, darfst du eine Goldstatue mitnehmen? Bier drin? Geht's dir noch gut? Du bist wach, ne? Okay. Hey. Shampoo, feuchtiger Handtuch und Duschgel. Sie sind einer der wenigen Männer, die Shampoo wollen. Der Experte war. Ach du meine Fresse! Ach du meine Fresse! Jeder! Magst du mir deine reichen Mächte in deiner Hand lesen? Ja, komm, warum nicht? Oh, du hast schöne, weiche Hände. Ich habe schon lange nicht mehr die Hand deiner Frau gelesen.
Lass mich... Ach, du meine Fresse. Scheinst eine tiefe Verbindung mit diesem Dorf zu haben. Kommst du von hier? Nein, ich war noch nie hier. Bin ja so kurz mir angekommen. Das kann nicht sein. Ah, und diese Linie hier? Du hast in deinem Leben sehr schlechte Erfahrungen gemacht und hast hier unter körperlichen Schmerzen gelitten. Nee, das ich wüsste. Du musst mich nicht anlügen, als nächstes diese Linie. Du hast starke Gefühle der Abneigung und der Liebe. Und dann noch, lass mich bitte los. Gut, bis bald. Bist du dicht? Ich weiß ja nicht, ob das erlaubt ist. Die Chilatheke ist zerbrochen. Ich bin mir sicher, es ist erzürnt. Das ist deine Schuld. Deine Sünden waren ihm zuwider. Das war's für dich. Ende im Gelände. Du wirst einen unvorstellbaren Tod erleben. Suchen Sie sich einfach ein Bad aus. Unvorstellbaren Tod erleben. Alles klar. Wir haben keine Tattoos, ne? Nicht rennen, keine Fotos, nicht schwimmen, nicht tauchen. Du stehst neben dem Bild. Was ist los? Oh, zu kalt, zu heiß? Entschuldigung. Sorry. Was ist es denn? Oh, zu heiß und zu kalt. Oh Mann, was ist denn los mit den Sachen? Entschuldigung. Sir, es tut mir leid. Mein Name ist Toru, ich suche nach meiner Zwillingsschwester. Kannst du mir da helfen? Leider nein. Verstehe, ich weiß, was sie hier im Dorf ist. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Wegen des Fahndungsplakats? Ich habe nichts getan. Das musst du mir glauben. Im Dorf muss es jemanden geben, der mich nicht leiden kann. Diese Person hat mit Sicherheit die Plakate aufgehangen. Jedenfalls schwöre ich, dass ich nichts Schlimmes getan habe. Das ist einfach nur ein Missverständnis. Lass es mich bitte wissen, wenn du was über meine Schwester herausfindest. Alles klar? Warum sind die Temperaturen immer so unterschiedlich? Ich meine, wie wird es heißer? Wer legt Holz nach, dass es heißer wird? Ist die Frau eigentlich gegangen oder pennt die jetzt gerade im... Gleich! Pennst du hier oder... Du schläfst ja nicht, du hast die Augen offen. Ja, dann geh, ist mir auch egal. Ich hab so einen Verdacht für die Schwester, ist ja wahrscheinlich ich. Ja. Gar nicht nervig übrigens. Shampoo, Handtuch, Duschgel. Shampoo, selber Handtuch und Duschgel. Gar nicht nervig, wirklich gar nicht nervig. Da bist du ja. Ich habe dich gesucht. Du hast dich kaum verändert. Ist doch dicht. Da sind die Umkleiden. Milch, es gibt keine Milch. Ich, wenn meine schwangere Frau aufhört zu laktieren. Wo soll ich jetzt Milch hernehmen? Duschgel, Feuchttücher, Handtuch. Duschgel, Feuchttücher, Handtuch. Was macht eine Göre wie du hier? Teilzeitarbeit? Ist eine junge Frau, die aussieht, als hätte sie nie die reale Welt gesehen. Ist wirklich die Arbeit hier gewachsen? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich brauche nämlich 3 Auslandsjahre, um diesen Scheiß hier zu machen.
Oh, das Männerbad ist zu heiß. Und das Frauenbad wieder zu kalt. Och, leck mich doch, Spiel. Leck mich doch ehrlich. Frage mich, wer das Wort Laktieren kennt. Ich bin ein gebildeter junger Mann. Daher kenne ich das Wort Laktieren. Daher haben sie Tattoos oder rennen sie? Nicht tauchen, nicht schwimmen. Nicht tauchen. Sono. Ich wollte einfach sterben. Sterben ist der einzige Weg. Ja, aber nicht indem sie tauchen. Oh, guten Tag, junge Dame da unten. Alles gut? Alles gut? Ja, yeah? Okay. Immer schön, jetzt zeige ich mir das Ding zu. Also diese Geistergeschichte, sie sind ja immer noch hier. Ja, es gibt keine Milch, ich hab keine Milch. Wo soll ich denn Milch hernehmen? Sie waren kurzzeitig hübscher. Kanashimi. Trauer, Qual und Wut. Es war da aus tiefer Verzweiflung einer Frau. Schönes, schönes Haiku. Crawley, danke für den Raid. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Sind Sie schwanger? Es gibt keine Milch. Und wenn Sie da hinstarren, wird es auch keine Milch geben. Haben Sie Tattoos? Sind Sie schwanger? Haben wir eine Regel wegen Schwangeren? Warte, können wir rennen, schlafen, fotografieren, verboten, Schneide für Haare nicht. Und keine Regeln wegen schwangeren Kunden, ne? Ich habe das Gefühl, Sauna für eine Schwangere ist nicht gut. Sind sie besoffen? Nee, sie sind nicht besoffen. Sind sie besoffen? Ist das besoffen? Ich weiß ja nicht, ob sie besoffen sind. Sind sie besoffen? Besoffen, oder? Ich kann nichts mehr machen. Ach, keine Ahnung. Gehen sie oder bleiben sie hier oder ist mir auch egal. Ja, haben wir noch keine Milch? Schade. Ich frage mich, ob die gleich da reinkommt. Haben sie echt dieses Kind zur Welt gebracht? Oh, ich kann das nicht mehr. Die hat das Kind in einer Sekunde rausgefeuert. Der Arzt wäre so, und jetzt einmal drücken und sich so... Also der Arzt muss da hinten stehen mit so einem Baseballhandschuh. So, so. So, komm, komm, einmal drücken, einmal drücken. Okay, hab's gefangen, doch. Mensch, das ist ein Junge. Bisschen eingedellt jetzt, aber immer noch gut. Süß. Das ist alles seine Schuld. Mach dir keine Sorgen. Bis 6 Jahren ist gemischtes Baden für Kinder erlaubt. Das bedeutet, rein logisch darf er hier sein. Aber es kostet halt auch Geld für ihn, nur als Info. Das war knapp. Für Gedanken gekostet hätte sie. Oh. Könnten sie gehen? Fragen Sie mal sie nach Milch. Vielleicht, ne? Vielleicht haben Sie eine Chance.
Ihr Kind nervt etwas. Aber mittlerweile mich? Nee, okay, halten Sie Ausschau, vielleicht kommt noch was. Was macht man in so einer Situation? Man kommt plötzlich ein Kind, aber hat schon Eintritt gezahlt. Ja, aber das Kind muss halt auch nachträglich noch Eintritt bezahlen, ne? Hi, wir haben keine Milch. Du hast ein paar Fehler gemacht, aber es ist noch akzeptabel. Du hast dein Bestes gegeben. Ich kümmere dich heute um die Spiegel. Wasch die Dreckigen Spiegel bitte. Wisch sie dann mit dem Putz so sauber. Ich sehe doch, dass du heute bis zum Ende dein Bestes gibst. Da ist eine Frau und wir haben keine Milch. Oh, die Milchfrau ist weg. Alles gut. Die Milchfrau ist bestimmt nicht weg. Wo ist die Milchfrau? Wo ist die Milchfrau? Irgendwo muss auch die Milchfrau hin sein. Ich meine, da war bis eben die ganze Zeit die Milchfrau. Ich glaube euch nicht, dass die Milchfrau weg ist. Hä? Ist kein Spiegel dreckig. Die sind alle sauber. Ich spiegel es euch nicht. Ach nee, ich brauche erst was zu sauber machen. Wow. Und auf einmal seid ihr dreckig. Nimm mal das Talisman hier. So ein gutes Spiel. Wo ist die Milchfrau? Wo ist die Milchfrau? Ich frage mich, ob noch der Yakimo-Händler kommt. Wo bleibt die Milchfrau? Wenn ihr eine schwangere Frau wärt oder eine schwangere Freundin oder Frau hättet, würdet ihr die Muttermilch probieren? Nur so als Frage. Nee, bar, nein, weiß nicht. Ja, absolut, for science, keine Ahnung, vielleicht, ja schon, niemals. Ich habe zwei Kinder, ich kam nie auch nur ansatzweise auf die Idee. Würdest du denn? Tendenziell nein, glaube ich. Sie liebt mich nicht, ich lieb sie nicht. Da. Willkommen in der Familie. Verstand du da gerade? Das war auch egal. Zorro, danke schön für 100 Bits. Jahre, da weiß ich, was das heißt, aber ja. Passiert das nicht automatisch, Butcher? Butcher, da. Okay, ja, so. Je nachdem, was man macht, ne? Da geh ich mal in die Sauna. Ah. Aua. Achso. Hold Key. Ich check das Spiel nicht, bin ich ehrlich. Ich check gerade nicht ganz, was ich hier tue. Ich halte es nicht mehr aus, ich muss Bart auf der linken Seite. Ich check das Spiel nicht ganz.
Hirakiti, danke schön für 4 Monate. Vielen lieben Dank. Okay, nochmal. Runde 2, weil das Spiel schon beim ersten Mal nicht so viel Spaß gemacht hat. Ich will baden. No. Hier um mich geworden. Ah, ich habe einen Tinnitus gerade auf dem Ohr. Ich will gerade nicht küssen. Ich will gerade nicht küssen. Okay, bye bye. Romantisch, aber dieses so. Ich will gerade nicht küssen. Na, haben wir keine Milch? Milch. Hast du Milch? Ah, das ist die Demenzkranke! Das ist die Demenzkranke. Ach. Meine Milch. Ich habe Milch bei mir im Laden. Komm und hol sie dir. Das ist die Demenzkranke. Ah. Dein Gesicht. Augen. Diese Augen. Deine Augen. Ich habe sie schon mal. Milch, wenn du mir im Laden aushältst, schenke ich sie dir. Ich will hier nicht im Laden. Warum soll ich hier denn jetzt im Laden? Ich habe einen Job. Ich habe einen Job und der Job ist auch nicht gut bezahlt. Aber ich habe. Kriege ich eigentlich Geld? Oder ist das so? Ist das so? Ich mache das so aus Spaß an der Freude. So, hier die Waren und den Karton. Wann sind die Regale? Aber das stört sie nicht, was ich hier gerade mache. Wie viel ist da drin? Ich hoffe wirklich, das stört sie nicht, was ich hier tue. Also ich hoffe wirklich, sie haben damit überhaupt kein Problem. Achte darauf, dass sie, wie die Produkte ausgeordnet sind. Ah, Entschuldigung. Habe ich einen Fehler gemacht? War keine Absicht. Warum machen sie das? Warum muss ich jetzt so einen Scheiß hier machen? Also muss denn jedes nur eins? Darf ich noch hauen? Als nächstes die hier. Ach, die sind so buggy. Das ist so buggy. Ey, das ist so unfassbar nervig buggy. Warum sortieren sie die so ein? Ich verstehe den Sinn hinter ihren Handlungen nicht. Hi Jazz! Das Spiel ist in den letzten paar Sekunden schlechter geworden. Okay, wo sind denn die Schoko-Mikado?
check's ehrlich gesagt nicht. Das ist ein braun. Braun bei braun oder ist das schwarz? Das ist ein braun. Okay, das war richtig. Nimm das Gewehr und mach ihm ein Ende. Sind die alle tot? Ne, Kinder wahrscheinlich nicht. Doch, Kinder auch? Frauen und Kinder scheinbar zuerst. Das ist gerade so eine Zeit verschwendet, oder? War das Ginger da eben gewesen, oder? Das ist eben Ginger! Also das Gong und Pan sind auch hier. Dann müssen Erik und Pan doch auch hier sein, theoretisch, oder nicht? Oder haben sie diesmal nicht supportet? Ich hab Pan erschossen. Da war Pan. Hab ich gerade Pan gesehen? Ich hab gerade eben Pan erschossen. Die Erik habe ich nicht gesehen, aber Pan habe ich erschossen. Creepy hat Pan gegrunkt. Ja, passiert. Boah, Leute, jetzt muss ich echt alles hier einräumen. Ich fasse es nicht. So, Entschuldigung. So blaue Mikado-Sticks. Hier steht alles. Ja, aber es wäre richtig rum, ne? Alles steht auf dem Kopf mit dem Etikett zur Seite. So. Ach, das ist braun. Okay, braun liegt so rum, glaube ich. Hier so rum. Hä? Wie nein?
Doch, oder so. Farbe, Farbe und Ausrichtung. Hä? Willkommen in der Familie. Die liegen doch falsch rum. Ich bin nicht jetzt doof. Slothy, danke schön für den Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Mach ich jetzt Try and Error? Oder was mache ich jetzt? Ich check gerade nicht, was ich hier falsch. Ach, bist du rot? Sollst du rot sein? Warum bist du denn rot? Nee, du bist auch nicht rot. Aber. Family? Hier ist doch braun, ist das schwarz. Ich meine, die haben wir doch schon richtig. Kann man einer erklären, was ich falsch mache? Hattest du braun nicht schon ganz unten? Ja, aber da haben wir ja schon was drin. Weißt du, braun haben wir schon da. Aber nicht noch mehr braun. Weißt du, braun ist schon richtig. Kommt entweder braun hier hin oder braun kommt da hin. Ich check's nicht. Guck mal in die Kiste. Oh, ich dachte, der gibt mir automatisch die raus, die ich brauche. Ah, oh, das erklärt's. Ich dachte, der gibt mir automatisch die raus, die ich brauche. Aber das tut er gar nicht. Eieiei, das wusste ich nicht, Ach Mensch, so. Danke, Leute. Jetzt die letzte. Oh. Das ist das ätzendste Minigame, was ich hier gespielt habe, Leute. Das ist das mit Abstand ätzendste Minigame. Vor allem, was ich in einem Chillers Art Game jemals gemacht habe. Ist nicht zu beschreiben, wie ätzend ich das finde. Fertig? Milch, richtig? Ich nehme das hier. Ich habe das Gefühl, ja. Dafür gibt es mir sicher einen Grund. Aber etwas hat es auf sich abgesehen. Etwas sehr Starkes. Etwas, was mehr als ein Fluch ist. Etwas deutlich Finstereres. Aber scheinbar kriegt es sich nicht in die Finger, noch nicht. Und ich will noch arbeiten. Wehe, die Milch will es jetzt weg. Meine Tochter. Gib es zurück, das wird voll Arm meiner Tochter. Okay. Yoko? Madam?
Es ist nass hier, ich habe hier gerade gewischt. What the guy? Ja, du, pff, klar ist alles in Ordnung. Wie kommst du drauf, dass es nicht in Ordnung wäre? Sag schon, du wärst tot. Ich hab's gehofft. Ich hätte Probleme, wenn du sterben würdest. Ehrlich zu, das hätte noch nicht sterben. Was? Ah, nein. Ich meine nur, es wäre ein Problem, einen Mitarbeiter zu verlieren. Du hast gesehen, was passiert, bevor ich zu sagen wollte. Bade, das ist nicht sicher, das ist gut. Haha, sag doch nicht so komische Sachen. Ich kann nicht mehr. Entschuldigung, du hattest einen sehr schrecklichen Tag. Das Gastgewerbe kann ich gnadenlos sein. Ich weiß, dass du durchmachen musst, meiner Sohn. Aber bitte halt doch ein bisschen durch. Auch bitte, ich muss noch arbeiten. Ich will noch zwei Videos. Schneiden. Und ich habe bisher erst eins geschafft heute. Ich will aufhören. Ja, ich will auch aufhören. Ich möchte auch wirklich aufhören. Ich will nicht an die Tür gehen, wirklich. Ich will einfach nicht an die Tür gehen. Ich will einfach jetzt im Bett bleiben, masturbieren. Ich will nicht mehr mit ihm reden. Ich sag kurz beim Nachbarn guten Morgen. Maina-san, bist du da? Ja, gleich. Jess! Du hast gefragt, ob ich alle Enten haben will. Als ich das letzte Mal mit einer was hatte, ist sie gestorben. Aber wie lange brauche ich, um alle Enten zu kriegen? Was ist das? Fickende Leute in meinem Garten! Das darf nicht wahr sein! Jemand hat das Tor aufgelassen! Tobi, danke schön für den Raid! Vielen, vielen lieben Dank! Dankeschön! Einer meiner Väter ist da. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream. Wie war euer Stream? Was habt ihr gemacht? Das Audio. Ja, ihr seid die fickenden Leute, die hier in meinem Garten sind. Wir spielen gerade The Bathhouse Restored Edition. Ich habe nicht gefolgt. Das ist skandalös. Tobi, das ist gar kein Problem. Freut mich, dass du hier bist. Haben Dredge gespielt. Was ist Dredge? Der Name sagt mal was. Dredge. Oh, das mit dem Bo. Ja, das kenne ich. Habe ich noch nicht gespielt, aber es sah sehr interessant aus. Lohnt sich? Für alle Ending brauchst du 30 bis 40 Minuten. Nee, das muss nicht sein. Tobi hat uns seine Seegurke gezeigt. Das klingt gut. Auf jeden Fall, vielen Dank. Neo, hattest du schon einen Shoutout gemacht? Selbst wenn du keinen Shoutout gemacht hast an meine Community, schaut unbedingt bei Tobi vorbei. Wundervoller Mensch. Wir haben mal zusammen einen Dönerladen geleitet, hat wunderbar funktioniert. Harte Suchtgefahr. Oh, damn, das klingt gut. Wir spielen gerade Horror. Und das Spiel macht einen fertig, einfach nur. Nicht mal unbedingt, weil es so gruselig ist. Ist auch nicht so lange. Wenn du noch Videos aufnehmen magst, könnte es lange sein. Jetzt sind wir beim letzten Kapitel gestartet. Dann machen wir es vielleicht nächstes Mal. Für unsere Kunden reicht es, EV. Das stimmt. Das ist auch der beste Slogan, den du haben kannst. Was ein Glück. Ich muss dir was Wichtiges über dich erzählen. Bitte komm in den Keller des Badehauses. Im Heizungsraum findest du eine Tür. Bitte lass dich auf dem Weg nicht vom Vermieter sehen. Nur Verrückte. Okay, wo ist denn der Vermieter? Affen. Hast du sie über meine Schwester herausgefunden? Nein. Nee, vielleicht. Sag mal, wer hast du eigentlich? Ich heiße Irina, aber das darf ich dir nicht sagen. Meiner, also ein schöner Name. Bis dann. Ciao. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für den Raid. Willkommen. Hi. Okay.
So. Da ist er, da ist er, Leute, da ist er, 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 da ist er. Yakimo, komm, Yakimo. Hey, antworte mein Quiz. Welches menschliche Organ ähnelt einer Süßkartoffel? Die Leber, oder? Richtig. Eine Süßkartoffel ist wie eine Leber, als würde man Leber essen. Und die zweite Frage, was kannst du essen, ohne zu sterben? Das ist falsch. Beschissene Antwort, schäm dich. So war mein Lehrer früher immer auch. Ich antworte mein Quiz. Ja. Gut. Leider kann man Menschen nicht umbringen, indem man sie mit Süßkartoffelsprossen füttert. Dritte Frage. Welches Lebensmittel hat Augen? Welches Lebensmittel hat Augen? Hund? Wir essen keine Hunde in Japan. Ja, Kimo. Oh, da ist es. Okay. Okay, Leber. Kartoffel? Beeindruckend. Viele Frage. Eines Tages kam eine junge Frau in das Dorf. Sie war sehr schön und wurde schnell beliebt. Ein gewisser Mann hat ein Auge auf sie geworfen, also beschloss er, sie in seinem Unternehmen arbeiten zu lassen. Doch hat jemand anderes sie gestohlen. Was hat der Mann daraufhin mit der Frau gemacht? In kleine Teile zerhackt. Ich frage mich, was wäre dir lieber? Kommen wir zur letzten Frage. Was wird mit dir gestehen? In Stücke zerhackt. Ja. Aber was bringt uns das? Ja, Kimo. Aber was bringt uns das denn? Was ist denn das? Eine 3? Was ist denn das? Warum habe ich hier so ein gruseliges Bild? Kachel 4. Schuhboxschlüssel. Die einzige Kachel, die ich kenne, ist Kachelmann. Habe ich eine Schuhbox? Wisst ihr, habt ihr eine Schuhbox gesehen, Leute? Das ist im Keller des Badehauses. Oh, 5. Oh, ist ja gar nicht gut hier. Was soll ich jetzt machen? Der Oppi darf mich ja nicht sehen, ne? Ah! Schuhboxkachel, das Ding hier. Umschüsse 201. Kachel 6. Ach Leute, das Spiel ist irgendwie... Ich mag das Spiel. Ich finde, es hat ein gutes Upgrade gekriegt. Ich bin nur dezent immer verwirrt von dem, was ich tun muss. Gehen wir unseren Nachbarn besuchen. Ist niemand schon... Nee, 201 war es, ne? Ah, oh, Mann, schade. Aber wir wollen unseren Nachbarn vorbeischauen. Guten Tag. Umberto, mein Name. Und dann, welche Kachel ist das? Kachel 8. Tagebuch eines Vermieters. Ich habe beschlossen, ein Mädchen einzustellen. Sie ist jung und schön. Sie wird mit Sicherheit eine Menge neue Kunden bringen. Ihr Anblick allein hebt meine Laune. Das Mädchen arbeitet hart. Manchmal flirtet sie sogar mit mir.
Was soll ich nur tun? Ich glaube, sie hat sich in mich verliebt. Vielleicht nenne ich sie ab jetzt beim Vornamen. Der Name dieser jungen Angestellten wird Sakurako geschrieben, aber man kann ihn als Yoko lesen. Was für ein wunderbar simpler Name. Das ist so wild in Japan, ne? Der Name wird Christoph geschrieben, aber man kann ihn Dirk lesen. Yoko ist verrückt nach mir. Trotzdem verkehrt sie ständig mit fremden Männern und das, obwohl sie mein ist. Diese Kerle machen einfach, was sie wollen. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich werde Yoko in den Keller sperren. Dann bin ich der Einzige für sie. Ich werde ihr zeigen, wo ihr Platz ist, solange sie noch Anfang 20 ist. Oh, Leonardo DiCaprio. Sie ist jetzt schon eine ganze Weile da unten. Bald werde ich mal wieder nach ihr sehen. So langsam sollte sie verstanden haben, was sie mir bedeutet. Endlich gehört sie mir allein. Yoko ist tot. Ich fand sie blutüberströmt auf dem Boden liegen. Es scheint, als wäre sie schwanger gewesen. Wer ist der Vater? Wann hast du nur? Das werde ich dir nie verzeihen. Was ist das für ein Fleck an der Wand des Badehauses? Wer schreit da am Badehaus? Ich kann eine Frau pausenlos rumschreien hören. Ich werde noch wahnsinnig. Selbst nach Ladenschluss kann ich noch den Schatten einer Person sehen. Aber wenn ich nachsehe, ist da niemand. Wessen Schatten ist das? Der Schatten verfolgt mich. Ich ließ dem Priester ein Reinigungsritual an mir durchführen, doch es ist alles vergeblich. Der Geist sucht mich immer noch heim. Bitte vergib mir, ich habe nichts Falsches getan. Laut dem Priester ist es eine Ubume, die mich heimsucht. Es soll eine Möglichkeit geben, den Fluch loszuwerden, aber dafür brauche ich noch etwas Zeit. Ist es noch nicht so weit? Soll ich das echt dem Priester überlassen? Ich halte das nicht mehr aus. Er versteht einfach nicht, wie sehr ich leide. Ich muss etwas unternehmen. Gibt es keine Möglichkeit, den Fluch schneller loszuwerden? Schnell, schnell. Ich muss den Fluch beenden. Und dafür rufe ich sie an. Dieser verdammte Priester braucht einfach zu lange. Ich nehme es jetzt selbst in die Hand. Das erklärt die unerwartete Geburt von vorhin. Das war schon eine sehr unerwartete Geburt. Die Frage ist, wo muss ich denn mit den Kacheln hin? Creamy. Irgendwo muss ich ja mit den Kacheln hin. Aber wo? Jetzt habe ich die ganzen Supporter hier überall. Kacheln! Jemand kacheln! Tanzen! Möchte jemand tanzen? Pass auf, Leute, Trick 17. Okay. Trick 17 ist nicht notwendig. Na gut. Ich will mal kurz erklären, was drin stand. Hab nach dem Dirk-Part nicht mehr zugehört. Warum hast du nicht mehr zugehört nach dem Dirk-Part? Ah! Ich kann pissen. So. Muss ich nicht Peng-Peng machen? Muss ich nicht Bing machen, damit er weggeht oder so? Ich kann es dir sagen, aber es wäre nicht ohne Spoiler. The lion sleeps tonight. Ja, der Vermieter darf ich nicht sehen, das habe ich schon kapiert, aber ich darf die Bimmel nicht mehr betätigen. Ja, also. Jess, ich würde vielleicht einen kleinen Hinweis nehmen. Jess, ich würde einen kleinen süßen Hinweis würde ich nehmen.
Er macht Wind, aber die Rotorblätter bewegen sich nicht. Also Leute, ich bin echt verwirrt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, dass ich die Klingel nicht mehr benutzen kann. Die Kacheln sind für ein anderes Ende. Das kannst du noch nicht bekommen. Hoffentlich war es nicht zu viel. Nee, ist es nicht. Ich hätte gerne Hinweis, was ich jetzt tun muss. Weil... Ob es duscht da, aber... Ob es kriegt mit, wenn ich an ihm vorbeischleiche. Deswegen bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, was ich tun muss. Kann ich irgendwas von außen haben? Ich habe ja nichts. Hast du beide Schließfächer geöffnet? Ja, beide Schließfächer sind offen. Ah, hey, die Kacheln. Oh, nö. Oh, eine Kachel fehlt mir. Hat jemand eine Kachel gesehen? Hat jemand eine Kachel gesehen? Das Einzige, was du machen kannst, ist klingeln. Soweit bin ich auch im Kopf. Aber das Problem ist, ich kann nicht klingeln. Weil die Klingel geht nicht mehr. Also dann kann ich die Klingel nicht mehr betätigen. Klingel war ein Bug. Wenn du wieder reinläufst, sollte es wieder gehen. Ah, okay. So. Das bringt halt auch nichts. Scheinbar ist das Spiel verbuggt. Mir fällt nur an, den Tag neu zu starten. Och nö. Und wo müssen wir jetzt weitermachen? Ja, Miner-san. Hi. Oh, hi. Ja. Okay, im Heizungsraum. Ich verstehe. Wo habe ich nochmal die Sachen hergekriegt? Den Schmodder? Ah ja, vom Yakimo-Boy. Na, ich... So, na. Oh mein... Mein... Ja... Leber. Ist Kartoffel sprossen. Kartoffel. Und kleine Teile zerhackt. Mit Stücke zerhackt. Super, danke. Dankeschön. Ja, wo habe ich noch meine Schlüssel für die 4 hergekriegt? Ach, hier raus. So. Okay, Leute, wir haben es bald geschafft.
Werkzeug. Oh, wow. Brrrt. Gehen wir mal. Okay, mein Plan ist, und Jazz, halt mich auf, wenn der falsch ist, bevor ich das alles nochmal neu machen muss. Ich drück die Klingel, renne ganz schnell rein und versteck mich da auf Klo. Guter Plan? Also jetzt nochmal kurz. Mein Plan ist, ich mache Bing Bing, dann renne ich hier rein und gehe ganz schnell in diesen Raum hier. Okay. Hier noch eine Kachel. Bin ich richtig oder bin ich falsch? Warte mal, hier muss ich doch hin, oder? Schön. So. Ui. Lass mich raten. Hier komme ich auch hin. Na dann. Warum bimmelt das Kissen? Guck mal, wie kurz das kalt, ja. Bewegt in meinem Bauch. Selbst in so einer Situation bist du am Leben. Ich lasse dich nicht sterben, komme was wolle. Ich werde dich beschützen, das verspreche ich, mein kleines Baby. Ich gebe mein Bestes, also gib auch du dein Bestes. Es tut mir leid, ich werde nicht zulassen, dass er einfach macht, was er will. Ja, das ist wahrscheinlich schlecht. Gekommen. Vor langer Zeit fühlte sich der Vermieter zu einer Frau hingezogen. Aus Zuneigung wurde Besessenheit, was dazu führt, dass er sie in diesen Keller sperrte. Wie bist du an ihm vorbeigekommen? Doch gab es eine Sache, die der Vermieter nicht wusste. Die Frau war zu dieser Zeit schwanger. Schließlich brachte sie Zwillinge zur Welt, ohne dass jemand davon etwas mitbekommt. Ja, meine Schwester. Durch die Geburt, geschwächt, starb sie am Blutverlust. Genau wie du jetzt bist, war sie damals 24 Jahre alt. Als der Vermieter davon erfuhr, war er mit Angst erfüllt und kontaktierte mich. Gab den Zwillingen die Namen Toru und Irena. Und brachte sie in ein Waisenhaus unter. Die Frau, die hier gestorben ist, hieß Yoko. Eines ihrer Kinder ist vor kurzem in dieses Dorf zurückgekehrt. Könnte es sein?
bist groß. Was? Ich bin Irena? Ja, ja, ja. Das ist ein richtiger Name. Ich hätte es hier schon früher sagen sollen. Als ich hier arbeiten gesehen habe, erkannte ich dich sofort. Yoko, deine Mutter ist zu einer Ubume geworden. Seitdem sucht der Vermieter den Vermieter heim. Um geflucht zu werden, muss das Kind der Ubume in demselben Alter verbrannt werden, in dem die Ubume gestorben ist. Also ist ja nicht gut. Das ist der Plan des Vermieters. Also habe ich deinen Bruder Toru hergerufen, um den Fluch zu stoppen. Er ist sich dieser Situation bewusst. Ich muss also kein Opfer bringen. Trotzdem, du solltest jetzt weglaufen. Du hättest mir sagen müssen, ohne dass ich runtergegangen bin, okay? Will nicht, Leute. Wer baut denn so einen Bunker? Welches Amt gibt dir für so einen Bunker die Genehmigung? Na, Ubume. Na, Mutti? Hast dich ja lange nicht blicken lassen, du! Als ich klein war, konnte ich damals wegen deiner Videos nicht schlafen. Dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Nee, nicht das schon wieder. Das habe ich schon letztes Mal so gehasst. Darf ich auch rüber? Das war schon letztes Mal so scheiße. Ich glaube, ich check den Sinn nicht so ganz. Oh, wenn ich mich beeil, dann... Ich verstehe. Können wir was anderes machen? Das ist besser als das Spiel letztes Mal, wo man fucking Memory spielen musste. Aber halt weit weg von cool. Aber wäre besser, als wenn ich die Regale einräumen würde. Ich hasse es, wenn wieder irgendwelche Sekten ihre religiösen Zeichen an die Wände schmieren. Huh?
Ganz wichtig, dass ich die jetzt auch einsprühe. Also alle anderen kann ich so abwaschen. Aber die hier muss ich einsprühen. Aber ich glaube, dass ich es nicht einwirken lassen muss. Ich weiß ja nicht zu was. Ich weiß ja nicht zu was. Warum muss ich jetzt die Temperatur ändern bei den Dingern? Ich check halt nicht warum. Warum muss ich ja bei manchen die Temperatur ändern, als ob es eine Rolle spielt? Gemacht? Bin ich tot? Kennt ihr das, wenn eine Frau sagt, sie bläst euch an, dann macht sie das. Keine Wohnungsschlüssel mehr. Jetzt? Kann ich nicht verstecken, ne? Mutti, beschützt du mich gerade? Mutti? Oder? Erwürgst du ihn gerade? Mutti? Oh Junge. Beschützt du mich gerade mit deiner Leiche, Mutti? Mutti, ich habe gerade viele Fragen, was gerade passiert. Hast du mich gerade mit seiner Leiche einfach verprügelt, weil... Why, Mutti? Mutti? Vorsicht mit der Treppe. Vorsicht mit der... Das, au, 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 au. Und sehe ich nicht, wer mich hier schleift.
Ja, Kimo! Es ist 3 Uhr nachts. Ich hab schon wieder Bock auf dein Arschloch. Oh no. Frag mich, was du so machst. Und ob's klar geht, wenn ich nochmal vorbeikomm. Hippie, sag schon, wenn ich's hab. Nein, nicht zurück. Nicht zurück. Hör auf die Stimme. Stech jemand ab, du kommst nicht in Knast. Tja. Ich könnte mich wehren, aber ich tue es einfach nicht. Oh, komme ich in den Keller? Muss mir jetzt echt die gesamte Cutscene angucken, bis ich im Keller bin? Ja, ich könnte mich wehren, aber ist mir nicht nach. Ah, der Boden ist so siffig. Schleißt du mich echt so am Kopf die gesamte Treppe runter? Oh, das wird wehtun. Hi, Oppes. Hat Mama dich nicht erwürgt? Oder? Ach nee, du verbrennst mich. Stimmt ja. Aha, stimmt ja. Like fire, hellfire. Now, Gypsy, it's your turn. Choose me or evil. Be mine or you will burn. God have mercy on her. God have mercy on me, but you will be mine, or she will burn. Gut, haben wir es geschafft. Han, das Pandoria. Da sehe ich niemanden. Das Gronkh. Hab Gronkh gesehen. Das Rin, wenn Kati jetzt noch hier wäre, die würde sich so freuen. Ach so, okay, cool. Ja, wir machen dieses Mal das andere Ende. Wie fandet ihr es? Ich mag das gerne. Ich fand es auch besser als das erste Bathhaus. Es war halt viel rumgebullshitte drinne, aber es war okayes Rumgebullshitte, ne? Also es war jetzt kein störendes Rumgebullshitte. Es war halt witzig mit den ganzen Sachen. Ich hatte teilweise das Gefühl, es dragte sich ein bisschen. War das andere kürzer?